Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen den Krefeld-Pinguinen und den Ravensburg Tower Stars mit dem Ergebnis 5:3 für die Krefeld-Pinguine. Mit mir hier im Presseraum, ich bin noch ganz außer Atem, mit mir hier im Presseraum die beiden Cheftrainer der Mannschaften, zu meiner Linken Thomas Popisch, der Cheftrainer der Krefeld-Pinguine, und zu meiner Rechten Bo Schuber, der Cheftrainer der Ravensburg Tower Stars. Den Gästen, Bo, bitte einmal dein Statement zum Spiel. Yeah, first, congrats to Thomas and Krefeld on the victory. Great comeback for them from behind there. I thought it was a good game. It was intense, physical. There was a bit too many power plays at a certain point that at times took the tempo away from the game. But we got off to a quick lead. Second shift, they could have scored a big goal there too. Sherry made a big save. It stayed equal. Both teams had a couple of pretty good looks. We got off to a 2-0 lead after we killed off one of their power plays. We should be able to control in the game and stay composed. We did everything but that. Just let him get back into the game. 2-2, then our power play was able to get us ahead. Next thing you know, we just missed assignments on the D zone, getting beat, over back checking, able to tie it off. The fourth goal was just, I got to rewatch it, how that happened. Just, losing 50-50 off a D-zone face-off, it should not happen. It's unacceptable. We should have guys there. They should never get a stick on that puck. And obviously, they put in the empty net or two. But it was, most parts of the game, we played quite well. Just the consistency to make sure we do it every shift, it's still not there. And it costs us points today. And in a tight league like this, could be second or sixth just like that within a few minutes. So quite disappointing and it's a sour pill to swallow. Ja. Bo Schuber sagt, dass er mit dem Gesamtauftritt seiner Mannschaft eigentlich zufrieden ist, dass er natürlich bedauert, dass es nicht die volle Punktzahl oder dass es halt ohne Punkte nach Hause geht, hat das Spiel nochmal analysiert, dass man halt am Anfang durch den frühen Führungstreffer natürlich sehr von dem Momentum profitiert hat, dass man dann immer wieder auch die Rückschläge, die man ertragen musste, dass man sich zurückgekämpft hat, dass man dann auch nach dem 2:2 weitergemacht hat und dann ebenfalls nochmal, nachdem man eine gute Gelegenheit der Pinguine abgewehrt hat, dass man dann noch 2 in Führung geht. Nichtsdestotrotz dann am Ende halt, das müsste man nochmal genauer analysieren, sagt Coach Schuber, dass bei dem Ausgleich zum Beispiel die Stellungsprobleme stattgefunden haben, dass halt bei dem 4:3 da insbesondere dann eventuell einfach die 50-50 Battles verloren wurden. Also alles in allem bedauert er, dass er und seine Mannschaft heute die Punkte hier liegen gelassen haben, denn das ist eben der Unterschied. In dem Fall werden. Thank you, Bo. Thomas, ebenfalls deine Einschätzung zum Spiel. Ja. Weiß, glaube ich, jeder, wie eng die Liga ist. Da sind ja in Reihen alle Mannschaften, glaube ich, gecoacht. Und hier ist heute wieder eine Ravensburger Mannschaft gekommen, die sehr gut aufgestellt ist, die genau weiß, was sie tut. Denn natürlich mit so einem Führungstreffer natürlich auch noch mehr Selbstvertrauen entwickelt, noch mehr aufbaut, so eigentlich über lange Strecke spielt. Und wir haben uns da ein bisschen schwer getan. Trotzdem haben wir, glaube ich, wieder mal eine Chance uns erarbeitet. Die Mannschaft war dann auch ein bisschen zögerlich. Und trotzdem war natürlich für mich der entscheidende Faktor, gerade im zweiten Drittel, das war dreimal, Piqué war zu Ravensburg hat. Und mit dem Ergebnis gehst du dann ins letzte Drittel rein und kriegst dann gleich wieder das 2-0, aber die Mannschaft ist zurückgekommen. Wirklich schöne Einzelleistung, schön zusammengespielt. Und dann kam, glaube ich, das zurück, was wir auch in den letzten Wochen vielleicht in den Heimspielen hatten, so ein bisschen das Scheibenglück, dass wir dann uns die Pucks auch schön auf den Schläger geflogen sind. Aber das Entscheidende ist, die Mannschaft braucht dieses Selbstvertrauen,
das Trust and Belief und kommt zusammen mit den Zuschauern natürlich hier zu Hause, die uns in jedem Heimspiel pushen. Aber man hat heute gesehen, dass wir auch ein ganz feines Gefühl haben, dass wir gerade im letzten Drittel nach dem 3-2-Rückstand nochmal extrem die Mannschaft gepusht hat. Und da muss man eben auch Weißi nochmal ein Kompliment machen, ein extra Kompliment, wie er da nochmal vorweggegangen ist, die Mannschaft mitgerissen hat. Das ist das, was wir brauchen und sind natürlich unheimlich froh über die Punkte heute. Danke, Thomas. Gibt es Fragen seitens der Presse? Das sieht heute nicht so aus. Dann darf ich mich bei beiden Trainern bedanken. Bo, have a safe ride home. Und natürlich auch an die Zuschauer bei Sport Deutschland TV ein herzliches Dankeschön für ihre Treue. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Sonntag hier in Krefeld wieder. Freitag für uns ein Auswärtsspiel. Bis dann. Ciao.